10 bis 15 Minuten ist der Kanal hier am Unterberg von Bierstein gespült worden und dann haben wir hier die Nase drüber gehalten. Der Bürgermeister ist dabei, vom Abwasserverband ist jemand dabei und vom Bauamt ist auch jemand dabei und ganz viele Anwohner sind hier auch. Gerochen hat man was, aber nicht viel. Jetzt ist die Frage, hängt es damit zusammen, dass es hier regnet? Ich weiß es nicht. Heike Naumann, Sie wohnen hier, Sie haben jetzt die Nase mit drüber gehalten. Was haben Sie gerochen? Also ich habe jetzt wenig gerochen, aber heute früh um 4:30 hat es gestunken. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Es ist, ich bin skeptisch. Skeptisch, genau. Dann der Bürgermeister Fabian Fehl. Herr Fehl, der Riechtermin ist vorbei, der Kanal ist durchgespült. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was gerochen, aber es war nicht schlimm. Was haben Sie wahrgenommen und wie geht es jetzt weiter? Also ich habe heute auch nicht viel wahrgenommen, anders als letzten Montag, wo wir den ersten Test hatten. Den ersten Test auch nach Einsetzen der Chemikalien. Und da können wir auf jeden Fall sagen, dass wir einen ersten Erfolg zu verbuchen haben. Wie hoch der zu bewerten ist, ist eine andere Frage. Sie haben es vorhin gesagt, es ist heute regnerisch. Oberflächenwasser kann in den Kanal mit reingekommen sein, kann das Abwasser verdünnt haben. Das wirkt sich auch auf den Geruch aus. Man muss auch sagen, die Temperaturen sind jetzt auch gefallen im Gegensatz zu letzter Woche. Auch das kann sich auf den Geruch auswirken. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, dass wir durch die Chemikalien den Schwefelwasserstoff in den Griff bekommen haben. Der ist deutlich unter den Grenzwerten. Wir haben auch nicht mehr den Geruch von fauligen Eiern. Also insofern ein erster Erfolg. Und wir müssen jetzt pragmatisch weitergehen. Müssen weitere Tests machen, auch bei besserem Wetter. Und dann werden wir die nächsten Schritte auch angehen. Das heißt, es wird wieder einen offiziellen Riechtermin wie heute geben? Genau, zu dem Sie natürlich herzlich eingeladen sind. Na dann,